BMW-Fahrer Joel Eriksson ist zwar ein Neuling in der DTM, aber kein Neuling im LKW. Tatsächlich hat er schon seit einigen Jahren den LKW-Führerschein. Seine Fähigkeiten im DTM-Auto hat Joel mit seinem Sieg in Misano schon gezeigt. Heute soll er uns mal zeigen, was er im LKW drauf hat. Seine Aufgabe: mit dem Hankook Truck eine Runde über den Platz und dann durch diese Lücke wieder rückwärts einparken. No problem. Kein Problem, sind ja die gleichen Reifen. Als ich klein war, hatte mein Vater eine Spedition. Ich habe schon ziemlich früh LKW gefahren, bei uns auf dem Hof. Als ich dann 18 wurde, habe ich den Führerschein gemacht und auch als LKW-Fahrer gearbeitet. Und schon damals war Joel auf Hankook-Reifen unterwegs. In der Spedition meines Vaters fuhren wir auch Hankook. Dieselbe Marke wie jetzt in der DTM. Meiner Erfahrung nach wirklich gute Reifen. Wir hatten nie Probleme damit. Also hatte ich quasi schon Erfahrung mit Hankook-Reifen, bevor ich in die DTM kam. Das war ja schon mal nicht schlecht. Wir wünschen Joel auch auf den kleineren Hankook-Reifen weiterhin viel Erfolg.